Frau Konnemann, Sie kommen doch vom Land. Gibt es bei Ihnen eigentlich Kultur? Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, diese Frage wurde mir von einem Hauptstadtjournalisten gestellt, übrigens ernsthaft. Ja, ich lebe auf dem Land, wie übrigens die Mehrheit der Deutschen. Lieber Herr Minister Backhaus, allerdings im schönsten Bundesland Niedersachsen. Es gibt bei uns in Ostfriesland kein Konzerthaus, kein Staatstheater. Wir haben Chöre, Theatergruppen, Blaskapellen, Heimatvereine. Ist das Kultur? Natürlich. Allerdings nicht, wenn es nach dem Reporter geht. Ich kann darüber nur schmunzeln, denn ich bin eine bekennende Landpomeranze. Ich liebe meine Heimat. Allerdings weiß ich auch, dass der Reporter mit seiner Auffassung nicht alleine steht. Der Bericht der Bundesregierung zur Entwicklung der ländlichen Räume, über den wir heute hier sprechen, zeigt, der Blick auf das Land ist nicht realistisch. Für die einen ist es die Idylle aus der Landlust und für die anderen ist es das Niemandsland. Zur Wahrheit gehört, es gibt nicht den ländlichen Raum. Auf der einen Seite sehen wir Regionen mit einer starken Wirtschaftskraft und guter Infrastruktur und auf der anderen Seite erleben wir Arbeitslosigkeit und Abwanderung. Was unterscheidet die eine Region von der anderen? Gibt es das Erfolgsrezept und was kann die Politik tun? Mit diesen Fragen beschäftigt sich unsere Fraktion, die CDU/CSU, wie keine andere Fraktion im Deutschen Bundestag. Denn wir wissen, ohne das Land lässt sich kein Staat machen. Deutschland wird nur auf seiner Erfolgsspur bleiben, wenn ländliche Räume nicht veröden. Und deshalb ist unser Ziel als Fraktion klar, es muss auch in Zukunft attraktiv sein, auf dem Land zu leben und zu arbeiten. Wir brauchen starke ländliche Räume heute und in Zukunft. Wir geben dieses Bekenntnis, und dafür danke ich unseren Vorsitzenden Volker Kauder, aber auch dir, liebe Gerda Hasselfeld. Wir wissen, wer Politik für den ländlichen Raum machen will, muss ihm auch zuhören. Wir haben das getan. Ehrenamt, Wirtschaft, Wissenschaft, Kirchen, Kommunen an einen Tisch geholt. Und das Fazit? Eine Region steht und fällt mit ihren Menschen und der Wirtschaft. Viele Menschen auf dem Land fühlen sich abgehängt und vergessen. Sie wünschen sich ein Bekenntnis. Das klingt jetzt sehr profan, ich weiß, aber es ist dennoch keine Selbstverständlichkeit, siehe nur Niedersachsen. Kaum im Amt zog die rot-grüne Landesregierung ihre Beteiligungsgesellschaft aus dem emsländischen Großbersen ab. Wohin? Nach Hannover. Zu welchem Preis? Mehrkosten von 3 Millionen Euro. Weshalb? Zum Wohle des Stadtsäckels von Hannover. Die Zeche zahlt Großbersen. Die Bürgerinnen und Bürger in diesem kleinen Dorf waren dies der Landesregierung nicht wert. Der Bund zeigt, dass es auch anders geht. Zur gleichen Zeit hat unser Verkehrsminister die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen in Aurich angesiedelt. Aus Ostfriesland wird jetzt deutschlandweit der Aufbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität koordiniert. Das ist ein starkes Bekenntnis für den ländlichen Raum. Es geht also, wenn man nur will. Deshalb fordern wir auch bei Behördensitzen Chancengleichheit zwischen Stadt und Land. Ein Ungleichgewicht gibt es bei der medizinischen Versorgung. Es fehlen Landärzte. Dabei wäre es so einfach. Die Länder können Studienplätze für angehende Landärzte vorhalten. Sie tun es aber nicht. Das Fallbeil ist immer der Numerus Clausus. Ein Einser-Abitur allein macht aber noch keinen guten Arzt. Der Bund zeigt, dass es auch anders geht. Mit dem Versorgungsstärkungsgesetz fördert unser Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe gezielt junge Mediziner, wenn sie sich auf dem Land niederlassen. Und wir haben die Voraussetzungen für Telemedizin geschaffen. Es geht also, wenn man nur will. Und deshalb fordern wir die Einführung einer Landarztquote. Kurze Beine sollten kurze Wege haben. Ja.
Aber in so manchem Land ist die Dorfschule inzwischen bedroht. Es fehlt an Schulleitern. Ich erlebe das in Niedersachsen Land auf Land ab. Ohne Attraktivitätsprogramm des Landes bleiben diese Posten leer. Hinzu kommen marode Gebäude und veraltete Technik. Hier hat der Bund reagiert. Unsere Bildungsministerin Johanna Wanka wird 5 Milliarden € allein in die digitale Bildung der Schulen investieren. Und wenn die Länder uns lassen, werden wir auch bei der Sanierung der Schulen helfen. Es geht also, wenn man will. Wir brauchen dafür aber auch eine Neuordnung des Bund-Länder-Finanzausgleichs. Seele und Kitt des ländlichen Raums ist das Ehrenamt. Nirgendwo engagieren sich mehr Bürgerinnen und Bürger. Feuerwehr, Soziales, Kultur, Sport, Kirchenpolitik. Ohne Ehrenamt läuft nichts. Für mich sind das die wirklichen Helden des Alltags. Sie garantieren die Daseinsvorsorge auf dem Land. Und die Ehrenamtlichen erwarten dafür nicht viel. Da sind doch aus unserer Sicht Dank und Anerkennung das Mindeste, was sie verdienen. Und deswegen freuen wir uns auch, dass das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft einen Maßnahmenplan zur Unterstützung des Ehrenamtes entwickelt. Das ist wieder ein wahres Bekenntnis zum ländlichen Raum, auch unserer Haushälter. Auch an diese Stelle einen herzlichen Dank. Das A und O für die Entwicklung einer Region ist ihre Wirtschaftskraft. Ohne Wirtschaft keine Arbeit. Ohne Arbeit keine Zukunft. Die Menschen wollen nicht nur schöner wohnen, sie wollen auch Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Ländliche Räume in einem dichten Netz von kleinen und mittelständischen Unternehmen stehen absolut blendend da. Dazu gehört übrigens auch meine Heimat, das Emsland. Die Politik dort, übrigens schwarz, hatte den Mut zu einer außergewöhnlichen Entscheidung. Jede Gemeinde, egal wie klein sie auch ist, kann ein Gewerbegebiet ausweisen. So finden gerade Existenzgründer beste Voraussetzungen direkt vor der Tür. Und das wirkt. Wie zum Beispiel bei Manfred Kaiser in Frees. Sie kennen ihn nicht. Aber er ist heute der Marktführer für Baggerumbauten. Und das in einem 1800-Seelendorf in Frees. Ein Paradebeispiel für einen Hidden Champion. Und dank dieser Erfolgsgeschichten entwickelte sich das Emsland vom Armenhaus der Republik zur Vollbeschäftigung. Eine gezielte Förderung kann also Früchte tragen. Deutschlands Stärke war immer darauf zurückzuführen, dass die Wirtschaft über das ganze Land verteilt ist. Wir brauchen deshalb auch hier gleiche Chancen für Stadt und Land. Darauf müssen auch die Förderprogramme des Bundes durchleuchtet werden. Das wünsche ich mir übrigens auch beim Bundesministerium für Umwelt und Bau. Wirtschaftsförderung darf sich nicht nur auf Ballungsräume beschränken. Was im Emsland funktioniert, muss nicht zwangsläufig im Spessart fruchten. Die Regionen sind vielfältig und wir brauchen deshalb für maßgeschneiderte Lösungen auch flexible Förderinstrumente. Für die Ansiedlung und den Erhalt von Unternehmen ist schnelles Internet unverzichtbar. Die Versendung von Unterlagen zu nächtlicher Stunde geht gar nicht. Und die Anwerbung von Fachkräften gelingt häufig nur noch, wenn das Netz steht. Während sich die Telekommunikationsunternehmen in Großstädten einen heftigen Wettbewerb um die Kunden liefern, gibt es in vielen Dörfern oft nur weiße Flecken. Wir als Bund haben darauf reagiert. Um die digitale Spaltung Deutschlands zu verhindern, investiert unser Verkehrsminister Alexander Dobrindt bis 2018 4 Milliarden € in den Breitbandausbau. 4 Milliarden €. Davon profitieren wirklich alle. Der Landkreis Emsland übrigens mit fast 21 Millionen und mein Heimatlandkreis Leer hofft auf 17 Millionen. Der Wirtschaftsmotor Nummer eins auf dem Land ist und bleibt aber die Landwirtschaft. Zur Situation gehört, viele Bauernfamilien kämpfen derzeit um die Existenz ihrer Höfe. Neben dem wirtschaftlichen Druck spüren unsere Landwirte und ihre Familien jeden Tag das immer rauer werdende Klima. Ernährung, Landwirtschaft, Tierwohl, Tierhaltung sind die neue Wahlkampfarena. Und wir haben es gerade an der Rede von Anton Hofreiter gehört. Es war wirklich eine Schande, lieber Herr Kollege. Sie machen auf dem Rücken der Landwirte Politik.
Was früher das Nein zur Atomkraft heißt jetzt Agrarwende. Der Ernährungsstil wird zur Gewissensfrage erhoben. Ihre führende Kampfbriefe, wie von Ihnen, wie die Massentierhaltung, machen die Runde. Wenn die Figur nicht so sympathisch werde, würde ich sie mit Pippi Langstrumpf vergleichen. Und damit meine ich nicht ihre Haarpracht, sondern ich meine ihre Einstellung. Sie machen sich die Welt, wie sie gefällt, und negieren die Realität. Früher habe ich diese Aussagen von Ihnen belächelt. Heute machen diese mich wütend, denn sie legen die Axt an die Gründe des ländlichen Raums. Deshalb brauchen wir zukünftig ein eigenes Landwirtschaftsministerium, das übrigens die Kernkompetenz für den ländlichen Raum haben. Und wer ist dafür besser prädestiniert als das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft? Meine Damen und Herren, ich habe mich als Landpomeranze bezeichnet. Ich weiß, dass dieser Begriff durchaus abwertend verwendet wird. Frau Aber für Kollegin mich steht Konnemann, dieser lassen Sie für das kurz Land. Vor Schluss noch eine Zwischenfrage zu. Das Leben auf dem Frage Land ist für mich kein Makel, sondern eine Auszeichnung. Denn ich weiß, wir wissen, ohne das Land ist kein Staat zu machen. Stopp. Also da ja alle Fraktionen noch mit mehreren Rednern zu diesem spannenden Thema zu Wort kommen, müssen vielleicht auch nicht die jeweils unterschiedlichen Auffassungen alle gleichzeitig durch Zwischenrufe geltend gemacht werden. Das macht es nämlich den Protokollführern außerordentlich schwer, das festzuhalten. Nun hat die Kollegin Karin Binder für die Fraktion Die Linke das Wort.